Modus an. So, alle über Cutters. Kerrigan mit Smoke. Also ich bin was langsamer. Nip hat ja gestern gerusht. Oder ist gestern gerusht. Ich glaube, die Smoke wurde verworfen. Wir sind schon mal hinten gesmoked. Punkte sind jetzt leider weg. Boah, Kerrigan schon gute Hits bekommen da von dem CT-Spieler. First Pick ist leider auch in Kerrigan. Hinten Plateau steht noch. Maus jetzt raus. Schön Plateau fällt. Aber ihr seht direkt schon da am Tor. Legen sich da direkt mit den Mäusen an. Boah, sehr schön. Auf einmal nur noch Neo gegen 3. War vielleicht ein bisschen riskant von ESC. Da direkt das Duell zu suchen. Wobei, glaube ich, der Retake noch viel, viel, viel schwerer ist. Oh, Neo hat auch gekillt. Es liegt zwar direkt vor ihm. Also, daran würde es erstmal nicht scheitern. Vielleicht sieht es, glaube ich, ganz... Das ist nicht gut genug. Sauber, Mann. Pistol also an die Deutschen. Und wie immer natürlich keine Flaggen. Hast du das Slowplay doch schon ausgezahlt? Hatte schon ein bisschen Angst, dass wenn sie da durch die Smoke fahren, von dem Plateauspieler in die Fresse kriegen. Aber es war nicht der Fall. Wir haben ja alle gerade Schräglage. Nex hat eine, Trouble eine. Sehr seltsam. Simpson Trouble. Boah, der will ja nicht ernsthaft für die Distanz sich anlegen damit. So, Maus auch einheitlich. Ja, wobei Abhauf ist der einzige mit Galil. Sind da easy über Brücke durchgekommen. Sehr schön, Trouble hält die Cutter safe und Kuben chillt da noch an der CD Base und wird auch belohnt mit einem. Aber direkt das Gesicht von Kerrigan. 2:0 Maus. Das 3:0 muss natürlich direkt danach folgen. Scheint auch so Standardaufbau zu sein von Maus. 2 oben Cutters, 3 unten lang. ESC spielt, glaube ich, wieder das gleiche. Oh, Trubel muss links aufpassen. Wenn jetzt hinten der eine ablenken würde, aber er läuft. Er steht direkt neben ihm und er hat es, glaube ich, zu spät Kraft. Oh Mann. Aber schöner Refract von Nex. Sehr schön gespielt. Gefällt mir. Wieder Brücke durch. Kerrigan von dabei mit Bison. Ne, Bison war es nicht. Ach, verwechsel immer noch die Waffen. Schön durchgesprungen. Sehr gut. Gehen da kein weiteres Risiko ein. Gehen auch über City Base. Ah, da sind die 3 und 3 Ladder-Experten hier am Start. Oh, ist doch nichts gefährlich jetzt von hinten. Oh, schlechtes Timing. Hätte sich da aber auch schon längst mal eine bessere Pose suchen sollen. Jetzt 2 gegen 2. Tess hat sogar eine AK gepickt. Aprox muss links aufpassen. Oh, zum Glück guckt er rechtzeitig dahin. Sauber. Jetzt noch Tess mit der AK. Er will es versuchen. Gegen vielleicht sitzt es gut. Aprox macht es auch sehr schön. Immer nur auf Mini-Steps. Um nur ein paar Hits zu machen. Next bleibt auch defensiv. Gut Runde gespielt. Tess geht auch die Waffe safen. Ah, die Runde war da schon mal richtig knapp. Wie gesagt, Sonics hätte sich da schon mal eher eine bessere Pose suchen sollen, anstatt hier nach zwei Seiten zu decken. Wobei hier vorne war auch einer. Ja, schwierige Situation. Vielleicht doch einfach wieder zurückgehen. Keine Ahnung. Aber 3:0 an Maus. Das war schon mal was, womit man arbeiten kann. Mit AWP. Mal sehen, ob das Sniper-Pad geht. Nee. Ah, geht das. Geht auf A hinten, aufs Plateau. Maus schnell über unten. Auch
Ich sehe, ich bin das ähnlich wie Nip gestern. Oder wie Aces. Sehr aggressiv. Bin auf die Frags. Bisher aber noch keiner gefallen und relativ wenig Schaden an Maus gegeben. Dafür selber gut Schaden gefangen. Sehr, sehr gute Smokes, die da liegen gerade. Ich weiß nicht, ob sie von Maus oder von ESC waren. So, sind da alle versammelt oben. Einer ist schon Brücke durch. Oh, Kevin leider blind. Müsste aber gehört worden sein. Schön nochmal das Eck gecheckt. Jetzt schönes Kreuzfeuer dort am A. Also ESC spielt es auch super defensiv. Haben ja auch eigentlich gar keinen Grund davon, den Fight einzugehen. Das ist die Frage, ob sie wirklich auf dem B gehen oder sich nochmal zu A entscheiden. Kevin macht das schön und das zieht auch rechts ab. Hat ihn auch gesehen. Leider zwei First Facts gegen Maus. Oh, schade. Mann, dann war es auf einmal nur noch Nex. Ah, und den schnappt sich Kuben. Sehr, sehr gut gespielt, aber von ESC, sich da komplett zurückzuziehen. Defensiv. Und die Mäuse kommen lassen. So, jede T-Runde, die man hier holt, ist enorm wichtig. Meine drei Runden könnten theoretisch reichen. Besser ist natürlich immer eine mehr. Sie wieder relativ aggressiv. Maus erwartet das aber auch immer. So, hat das auf. Oh, Flash da hinten für Nex. Die war ein bisschen zu kurz. Er hat auch nur P250. Wieder gute Smoke. Ach, schade, First für gegen Kerrigan. Kuben auch erfolgreich. Oh, ich glaube, sie sind Cutters reingepusht. Jetzt wird Maus wieder komplett auseinandergenommen da oben. Ach, es ist halt auch wirklich unglaublich schwer. Ich sehe schon wieder eine 5er-Runde. Bauen sich natürlich damit auch unglaublich viel Geld auf. Müssen halt nur Equipment nachkaufen. Und Maus mit Full Eco. Sollten ja eigentlich gar nichts kaufen. Versuchen irgendwie die Bombe zu legen. Können wir vorstellen, dass sie die nächste Runde mehr über Cutters versuchen. Oder unten mal schnell, oder allgemein mal eine ganz schnelle Runde spielen. So, da hinten steht Neo. Hits. Passt gut auf. Hits geholt. Lord aber auch zur Stelle und nur noch Sonics. Diegel war ja in 1-6 eine ziemlich starke Diegel. Aber hier hat er nicht mal einen Schuss abgegeben. 3-3, also Ausgleich. Maus hat wieder. Ja, hat wieder Geld. Jetzt bin ich auf die Ansage von Kerrigan gespannt. Wieder Standard auf. Oh, schnell die Flasche. Oh, die Smoke ist ekelhaft, aber er kommt raus. So, wo sind denn Mates? Und auf Abgang hoch. Die Smoke. Jetzt darfst du halt nicht pushen lassen. Oh, krieg richtig gute Hits vom A-Plateau. Belebt aber immerhin noch. Schnapper über unten. Ach man, den Frack muss er fast haben. Der Maus so viel Schaden gefangen. Sie müssen auch langsam die Smokes nutzen, gleich wenn sie weg sind. Oh ja, ESC vielleicht auch gut gegen. Sollten sie vielleicht mal dazu entscheiden, spät nochmal Cutters zu gehen. Das fährt ESC einfach nur noch vor. Man kriegt Apox jetzt nochmal ein, also es wird nicht wieder eine 5er-Runde. Trotzdem wird es relativ deutlich, auch wenn man beachten muss, Taz, Neo, beide richtig low HP. Wenn die beide fallen, sieht vielleicht auch nochmal anders aus. Jetzt hat Apox auch schlechtes Time oder ein bisschen Pech da oben. 4-3 die Führung. Ach, Maus müsste. Falsche Taste. Ja, muss nochmal sparen.
Also sie können ja von mir aus ruhig weiter da aufbauen, aber sollten vielleicht später mal einfach Cutters dann wieder schieben. Das mal als Fake spielen, irgendwie müssen sie ja noch ein paar Runden kriegen. Muss Kerrigan sich noch ein bisschen was einfallen lassen. Das erste Mal macht man ein bisschen Druck an Kuben und auch er hat Low HP. Also gut geschossen da von dem Cutters-Spieler. Scheint Trouble gewesen zu sein. Ja, schnappt sich doch Kuben. Also ein bisschen mehr Druck oben kann man natürlich auch machen und dann unten gehen. Also oben da am Ausgang. Also irgendwas muss jetzt bei rumkommen. Wenn man jetzt nochmal Standard spielt, dann kann man das eigentlich quasi schon abhaken. Da muss man an der Ansagequalität von Kerrigan zweifeln. Spielen sie echt nochmal, oder was? Naja, solange sie keine First Fix fallen, ist das jetzt mal soweit okay. Aber wenn sie jetzt wieder zwanghaft da versuchen, vorzugehen. Ich meine, mit dem First Fix kann sich das natürlich alles ändern. Und ich glaube, Tess sitzt dort richtig ekelhaft in der Smoke. Ne, oder auch hinten mit AWP. Noch allein Cutters. Maus, warte darauf, dass die SC zeigt. Jetzt ist wieder Kerrigan durchgeschickt worden. Oh, leider ist er wieder blind. Weil er sieht ihn doch. Sieht ihn nicht. Hinter dir. Ach, schade. Trubel. Oh, schöne Runde von ihm. Er weiß, es sind noch am A1 ist. Das könnte seine Runde werden. Ach, schade, Mann. Sieht ihn noch kurz und nur noch nix. Aber der war gestern gut drauf. Nicht gut genug. Ach, wenigstens steigert man sich hier irgendwie in den Fracks. Vorhin einen, also ganze Zeit lang, zwei Runden lang keinen gekillt, dann letzte Runde ein, vorletzte Runde ein und jetzt letzte Runde zwei. Wenn man sich weiterhin so steigert, wird es mal eine Runde. So, hoffentlich jetzt mal, ja endlich, baut man mal andersrum auf. Wobei ich es nicht gemacht hätte mit allen. Ich hätte schon unten ein bisschen Präsenz gezeigt, sonst checkt das ESC doch direkt. Boah, ein ESC pusht oben rein. Pascha wollte direkt First Fix gehen. Und Maus rusht durch. Und zwei nur hinten am A. Wobei drei, das sind drei. Oh, man ist raus. Schöner Frack in Trouble. Aber da fallen zu wenige, da fallen zu wenige. Und Sonic ist auch durch die Smoke. Ach, das ist zu billig. Weil man kann sich natürlich jetzt... Man kann sich natürlich jetzt aufregen über alles Mögliche. Klar liegt es noch irgendwie an der Map. Aber auch ESC ist natürlich nicht dumm. Und auch wenn man die Map nie spielt, ein bisschen nachdenken tun sie natürlich trotzdem. Wenn man dann sowas Offensichtliches spielt, hat ESC natürlich auch leichtes Spiel. So, jetzt. Leicht veränderter Standardaufbau. Drei Mann oben. Aber ist leider nur Diegel. Bisschen P250. Box allein mit Arbe. Okay, sie haben halt schon noch gekauft, was geht. Natürlich auch mal eine Variante. Ja, er kriegt aber schon gute Hits. Oh, die Smoke ist halt so ekelhaft. Oh, wenn das Steg vorkommt. Oh, wie gut das gemacht ist, dass es dorthin geschossen wird. Wenn das wirklich so geplant ist, dann. Respekt. So. Geschossen. Nächstes passt Kerrigan auf, aber Tess auch direkt zur Stelle. Wunderbar gespielt von ihm. Wahnsinn, was ESC hier präsentiert. Auf einer Map, die man eigentlich sonst nie sieht. Die Deckung steht. Ich hoffe, es steht dann bei Maus genauso gut. Bisher sind die drei Runden nur durch die Pistol zustande gekommen. Kriegt sogar zwei. Ach. Das kann aber auch nicht schlechter losgehen für Maus. Zack, der nächste.
Aber trotzdem, ich verstehe es nicht, warum er mal ein bisschen was anderes probiert. Mal irgendwie ein Fake, irgendwie so einen ganz billigen Fake. So. Warum nicht mal sowas? Einfach oben Rush, Fake, unten Go. Oder unten halt Rush, oben Go. Irgend sowas mal. Aber sie haben ja wirklich gerade nur entweder langsam aufbauen oder schnell A-Rush. Mehr haben sie ja bisher eigentlich nicht gespielt. Meine drei Runden stehen noch aus. Wenn Maus die holt, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Ach, wieder Fraps. Warum da mal auch nicht smoked? Ich meine, eben hat das geklappt bei Pascha. Muss man davon ausgehen, dass er es einfach nochmal spielt. Mit seinen Maxi-Eiern hat das ausgeschlossen. Jetzt kann sich die Szene natürlich komplett hinten drauf versteifen. Da sieht man es auch, wie sie alle Fokus haben. Und Tess ist schon wieder irgendwie unten durch. Und wird jetzt gleich von hinten kommen. Lord hält da auch oben safe. Da hat Tess einen schon rüberspringen sehen. Oh, gut aufgepasst oder gut gehört von Trubel. Auf einmal fand ich doch die Frax für Maus. 2 gegen 2 Situationen. HP-Nachteil allerdings. Schon wieder so Ekel-Timing. Van Koopman, einer kommt hinten. Pascha ist das. Und er wird gleich Troubley töten. Keine Chance. Bei Trubel 10 zu 3. Wenigstens mal wieder eine halbwegs spannende, interessante Runde. Mehr allerdings auch nicht. So, man kann hier eigentlich, man muss kaufen. Bringt hier nichts, nochmal Eco zu machen. So, jetzt mal einfach mal Pascha direkt irgendwie aus Spiel nehmen dort. Das ist natürlich die Frage, ist es so klug? Ich spiel das nochmal oder nicht? Ich meine, es hat immer geklappt. Jetzt muss eigentlich... Gut, jetzt kommt da wenigstens eine Smoke. Also man reagiert ja schon ein bisschen drauf. Alles andere wäre auch arg lächerlich. Aber Neo weiterhin mit Abe. Unten wieder der Druck. Ich verstehe nicht, warum sich da drauf versteift. Ich meine, klar, ist es schwer auf A rauszukommen, aber wenn dann eine lange Smoke kommt... Vielleicht auch einfach mal Mitte raus. Und man hat ja noch Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass man schon alles mal gespielt hätte. Und wirklich hier... Ja, gegen eine Wand läuft quasi. Jetzt fallen auch keine Headshots mehr. 11 zu 3. Ein bisschen Geld ist auf jeden Fall am Start. Aber bin ein bisschen enttäuscht von der... Varianz, die man hier hinlegt. Ich meine, gerade auf so einer Gummelmap, die man nicht spielt, da kann man doch mal ein bisschen was riskieren, ein bisschen was... irgendwas anderes spielen, keine Ahnung. Müssen halt mal die 3-3 Ladder-Profis das Zepter in die Hand nehmen. Ach, schade. Eigentlich ganz gut gedacht von Nex, aber halt der falsche Winkel einfach. Weil, Pascha zielt ja da eh hin. So, zum Beispiel, warum jetzt nicht einfach nochmal... Jetzt wäre zum Beispiel gerade... Jetzt ist eh schon wieder alles zu spät. So viel Druck gemacht auf Maus. Es wird wohl übel das 12 zu 3. Aprox mit 100, keine Bombe. Keine Chance. 12 zu 3. Ah, und da darf man sich wirklich noch nicht mal dran erinnern, dass es ja eigentlich ein 15-0 geworden wäre. Sorry fürs wenige Scoreboard. Spielt jedes Elo-Team besser. Ja. Kann durchaus sein, ja. Durchaus möglich. So, ohne irgendwas geschrieben. Ready, 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 ready. Statistiken übrigens kein Problem. Kann man alles nachsehen. Kann ich dann auf der ESEA-Seite nochmal zeigen.
die schlechtesten Spieler runterzumachen. Ich hau jetzt nicht Werbung raus. Gestern auch nicht viel rumgekommen. Seltsamerweise. Irgendwie scheint Twitch gerade mich zu verarschen. Aber gut, anderes Thema. So, mal schauen, was ESC sich einfallen lässt. So, Sonics, Kerrigan können jetzt beide glänzen. Sonics, oh, schöner E von ihm. Und hinten sind sie raus, Kerrigan. Alter. Guck dich die AP-Zahlen an von ESC. Das muss die Runde für Maus sein, das wird sie auch. Neo gegen 4. Null! Ach so. Ich dachte, da war ein Teamkill dabei. Auf geht's jetzt. Wenn sie jetzt keinen groben Fehler machen, dann haben sie das Spiel. Also, ja, wobei es ist immer nach ESC, gegen den man hier spielt. Und ganz ehrlich, ESC traue ich mehr solche taktischen Finessen zu, als das, dem derzeitigen Maus. Das geht 16-12 aus. Na, sind wir mal gespannt. So, ist noch nichts mit P2000, Max 7. Okay, wir gehen hinten Plateau mit M4. Auch gute Waffenwahl. Und Maus auch mit seinen, mit ihren Famas richtigerweise auf Distanz. Weiß nicht, ob Trouble bewusst die Waffe gekauft hat oder ob er angenommen hat, dass man hier wieder nur die SMGs und sowas kauft. Direkt ein bisschen Chaos drin. Schön von Sonics. Dass er auch mal ein paar Kills kriegt. Ich meine, auch wenn es jetzt Eco-Kills sind, scheißegal, jeder Kill motiviert irgendwie noch ein bisschen und macht einen selbst mal ein bisschen heiß. Krasser Schuss von Trouble. Obwohl, nee, war kein Headshot. Sah irgendwie krasser aus. Ist am Ende doch wahr. Ja, zwei Waffen verloren ist vielleicht auch ganz so übel für ESC. Die laufen die Runde. So, Sonics und Kerrigan dürfen wieder nashen. Kerrigan vielleicht noch einmal gegen. Ist aber immer noch Gold. Immer noch Gold. Jetzt sieht er was. Macht ein. Oh, das ist zu wenig. Sonics macht auch keinen. Oh, ich wollte mich da verarschen. Lol, Aprox. Oh, nein. Oh, zum Glück. Trouble und Aprox am Leben. Ach, zum Glück haben wir den Weltklasse Trouble am Start. Sonst wäre die Runde hier schon wieder in die Hose gegangen. Alter. Aber nee, ESC macht es halt genau richtig. Sie rushen da durch mit irgendwie ein paar Flashes und sie kriegen halt Leute. Und das in einer Eco-Round. Jetzt bin ich gespannt. Ob ESC, wie ESC aufbaut. Wir haben den gleichen Aufbau. Zwei Cutters, drei unten. Mal gucken. Da irgendwie so das, was Trouble die ganze Zeit gemacht hat. Kerrigan M't hinten am A-Plateau mit Abe. So, Maus steht sehr defensiv. Lassen ESC viel Raum da an der Brücke. Ziehen sich jetzt sogar CT-Base zurück. Also ist hier wirklich sehr viel Raum. Und wieder würde ich sagen, A, der bessere Weg. Allerdings müssten sie dort smoken dann. Nix steht vielleicht da einer schweren Aufgabe gegenüber. Fox dort hinten und Sonics am Tor. Oh, die Flash schon A. Nein, Sonics! Oh, gut, dass er dort noch ins Tor zielt. Kerrigan hilft ihm wahrscheinlich auch. Schöner Frag von ihm. Gut aufgepasst hinten. Und Nix hört die Steps dort. Trouble direkt neben ihm. Sehr schön. Den nächsten auch. Und oben, letzter auch bekannt. Sehr schön. Auf geht's, Maus.
Erster Sieg, please. So, wichtig ist, sie hat kein Geld. Ah, wobei, so wenig ist es gar nicht. Sie entscheiden sich wirklich zu kaufen. Lenz hat keine, also hat nicht keine Ahnung, sondern ist einfach nur ein Troll erster Güte. So, wieder der Rush, genauso flächend, genauso würde ich es auch machen. 2 und 2, 3 und 3 Leder. Boah, guter Schuss von Trouble. Von Kerrigan. Oh, der hat dazu einen 6-Like gespielt. Oh, in der Mitte. Nein! Hinter euch! Am Tor ist da noch einer. Oh. Zum Glück. Oh. Zum Glück passen sie da auf, ey. Und zum Glück war Pascha da auch anscheinend die ganze Zeit richtig blind. Sonst wäre er einfach von hinten gekommen und hätte einfach alles umgeschossen. Hui, aber Maus rettet mal wieder die Runde. Ich hoffe, sie bauen jetzt nach und nach ja, mehr Selbstbewusstsein auf. Ist next ein CSS-Spieler? Ja, ist er. Also ein Ex-CSS-Spieler. War, glaube ich, auch im Maus-Line-Up von CSS. Aber bin ich mir nicht sicher. So, wieder der Standardaufbau. Oh, diesmal wirklich ein Fake. Also genau das, was ich mir für Maus hätte gewünscht. Okay, ist wieder Full Eco. Daher sollte da relativ wenig anbrennen. Schnapper, Nex. Kerrigan, Sonics. Letzten beiden Cutters, wie ich das sehe. Hinten am Antipad. Nex hilft und Sonics auch. Sehr schön, auch die 5. Runde. Zwei Leute, richtig viel Kohle. Eigentlich alle. Gut, Abrax ist jetzt nicht so viel, aber bei den Nex mit gut Kohle, Trouble auch. Man könnte sich eine Runde erlauben. Man könnte sich sogar 2 Runden erlauben zu verlieren. Besser wäre es natürlich, wenn man hier einfach das 13-0 hinlegt. Überbewerten sollte man hier weder den Sieg, den möglichen Sieg von Maus, noch den eventuellen Loss, den sie einfahren. Einfach wegen der Map. Der Spieltag ist vielleicht lustig anzuschauen, aber wirkliche Kraft hat er nicht. Spannend wird es dann schon auf CPL auf Mil B1, B2. Da bin ich gespannt, was man für Taktiken sieht. Ob da ein paar Oldschooler, vor allen Dingen ESC, ob die da irgendwelche krassen Scheiß auspacken. So, Pascha gegen ABP, gegen Kerrigan. Maus wieder komplett defensiv. Sonics mit dem da hinten allein. Schöner 1-6 Flash. Macht nur einen. Nein. Oh. Mit Movement kommt er zum Glück nochmal weg. Und Maus entscheidet sich auch hinten was einzunehmen. Schöner Move. Sonics immer noch am Leben. Jetzt gestorben. Troublek hat das. Nein, verliert das Duell. Ach, Runde fast so gut. Na, eigentlich so gut wie verloren. Damit kriegt eine Smoke. Aproxposi ist bekannt. Wo soll jetzt der Rest kommen? Schön aufgepasst von Nex. Schönes Längs-Rechts-Lenkrad. War erfolgreich. Aber, oh, schön von Nex. Jetzt aber Aprox. Es wird schon auf AK. Er will die. Ach, richtig gut gemacht von Lord. Die Flash war einfach so gut. Aber abhaken. Einfach abhaken. Nächste Runde. Man hat Geld. Einfach drauf scheißen jetzt. Ja, Sonic sah auf jeden Fall wirklich nicht so gut aus. Ein Kill hat er zwar bekommen, aber wirklich souverän ist was anderes. Weil man nicht vergessen darf, dass Kerrigan der First Rank war. Natürlich der Ave geschuldet von Pascha. Diesmal hat auch Kerrigan, glaube ich, keine. Spielt das auch defensiver, hat da reingesmoked. So, jetzt kommt es wahrscheinlich erstmal wieder von Apox, Trouble etc. an. Buben auch nur allein. Hat das. Trouble wieder CT-Base, Alter. Box wieder höchstwahrscheinlich. Erst Contact haben. So, sie wissen, wo Sonics ist. Oh, was? Trouble CT-Base gestorben. Ja,
Alter, was krass, er hätte schon fast das gewesen sein von Neo. So, Aprox hilft. Kerrigan noch Mitte am Gegenflächen. Sonic sieht keinen. Jetzt. Schade. Links aufpassen. Links auf. Ach, ich sag dazu nichts. Alter, da fallen sie wie die Fliegen. Da fallen sie wie die Fliegen. Warum konnte das Maus vorhin nicht ausspielen? Ich raff's nicht. Kerrigan. Boah. Gutes Aiming, aber. Leider nicht ausreichend, um hier die Runde noch zu drehen. 14-9. Geld ist noch ein bisschen da. Nix kann da Aprox legen, der Rest müsste eigentlich selbst kaufen. Kerrigan könnte zur Not noch Sonics legen. Ja, vorhin bei ESC lief das auf jeden Fall wesentlich besser mit dem Defensiven. Unterschied war nämlich, ESC hat, glaube ich, da gar nicht gezielt, da wo Trouble stand. Jetzt mal wirklich abgesehen davon, dass es ein krasser Headshot gewesen sein muss von Neo. Aber ESC stand, glaube ich, wirklich komplett defensiv und Maus zielt dann halt noch. Also auch kleine Unterschiede, wie man da den ARB hält. So, ich mache weiterhin Standardaufbau, wieder Rush. Kerrigan. Wieder Rush, Kerrigan. Oh, sehr schön, erster Frag. Die T's waren richtig Gold. Vielleicht dann. Es ist so schlecht. Es ist so Pech, aber auch. Also, die sind halt alle Gold. Kerrigan will nochmal gegenflächen. Und in dem Moment ziehen sie rum und kriegt Gesicht. Und Sonic ist natürlich auch wieder Gesicht. Sieht ja wieder schlecht aus. Cut das oben. Schön. Aprox. Next. Vielleicht diesmal 1 gegen 2. Pascha allerdings mit Ave. Direkte Hits hinten von Lord. Er macht halt auch wirklich ein gutes Spiel. Neo ansonsten natürlich auch wieder ziemlich gut. Tja, das ist schon mal das Draw. Aber Draw wäre gar nicht so schlecht. Denn es wird eine Overtime gespielt. Also noch ist es nicht verloren, aber auch noch nicht gewonnen. Tja, leider die Chancen jetzt nicht so gut, die Runde vielleicht zu holen. Mit Low Equip. Okay, jetzt spielt er wieder gleich. Ist auch wieder arg defensiv. Also sie haben noch nicht eine einzige Runde mal gespielt, wo sie so wie ESC unten offensiv gegangen sind. Also da fehlt auch einfach der Druck. Also... Wenn man Let's T die ganze Zeit chillen kann, die ganze Zeit machen kann, was man will, dann kann man sich natürlich auch ultra absprechen und überlegen, was man macht. Wenn man die ganze Zeit unter Druck gesetzt wird, dann ist halt so Unruhe auch im Voice, da wird permanent irgendwas angesagt, irgendwie... Und das hat ESC halt gerade nicht. Schaubeli hat sich immer eine andere Pose gesucht. Da kommen auch die Flashes. Spot, also aus zunehmend ängstlicher. Oh, schade, Mann. Auch ein bisschen Pech vielleicht. Schnapper, ganz wichtig, nur noch 2 Schuss. Das ist, ach man, das ist so traurig. Oh, letzte Chance für Maus. Die Runde zu holen, aber ESC ist einfach viel zu abgeklärt. GG 16 zu 9 war es jetzt, glaube ich, am Ende. Schade, schade, schade. Es wäre wirklich möglich gewesen, hier ESC zu schlagen. Wenn man einfach ein bisschen besser spielt als CD, als T. Gut, war man auch scheiße, aber
Die 3 Runden hätten auf jeden Fall gereicht, die man durch die Pistole sich erspielt hat. So, eine gutes Stündchen Pause. Dann gibt's nochmal Maus gegen Absolute Legends. Vielleicht schauen Sie sich Fixie Gold TVD mal an. Vielleicht analysieren Sie ein bisschen was. Es wäre auf jeden Fall hilfreich, da ein bisschen was nochmal jetzt anzuschauen. Ich hoffe, man nutzt die Stunde. Denn gleich gibt's nochmal Dust 1 in einer guten Stunde um 21 Uhr, wie gesagt, gegen die Schweden von Absolute Legends, die gestern übrigens verloren haben. Also vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe, wer weiß. Bis später.